Am Landesgericht Wiener Neustadt ist am Dienstagabend ein zweitägiger Mordprozess mit einem Schuldspruch zu Ende gegangen. Das Urteil lautet 7 Jahre Haft wegen zweifachen Totschlags. Naja, ich bin mit dem Urteil zufrieden. Es ist als Totschlag gewertet worden, genauso wie ich es gesehen habe. Eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren ist in dem Fall auch angemessen, also eher im unteren Bereich angesiedelt, weil ja doch wir überwältigende Milderungsgründe hier haben. Der 48-jährige Angeklagte bekannte sich schuldig, seine pflegebedürftigen Eltern Anfang Jänner im gemeinsamen Haus in Perchtoldsdorf durch Schläge mit einem Baseballschläger getötet zu haben. Nach den Zeugen, die den angeklagten Beamten als hilfsbereit, verlässlich und ruhig beschrieben haben, waren am zweiten Prozesstag auch Experten am Wort. Es ist so, dass heute ein psychiatrischer Sachverständiger am Wort war, auch ein psychologisches Gutachten wurde eingeholt und es hat sich im Zuge dieses Prozesses eben tatsächlich herauskristallisiert und bestätigt, dass mein Mandant zwar nicht psychisch krank ist im engeren Sinn, aber hier doch eine ganz extreme psychische Ausnahmesituation vorgelegen hat durch die jahrelange Überforderung mit der Pflege der Eltern, vor allem des Vaters, der, auch das hat sich herausgestellt, auch an zunehmend man da Demenz gelitten hat. Die Staatsanwältin hielt die Mordanklage aufrecht. Die Verteidigerin plädierte auf Totschlag und führte Milderungsgründe an. Es spricht eben vor allem diese psychische Ausnahmesituation und dass diese Tat ja in einem ganz auffallenden Missverhältnis, wirklich selten so etwas, der Sachverständige, der Psychiatrische hat gemeint, das ist kein Mörder, wie man eben sonst einen Mörder vor sich hat. Ja. Also diese Tat ist meinem Mandanten ja geradezu wesensfremd. Ja. Er ist ein Mensch, der überaus hilfsbereit ist, ja, der eben sich geradezu aufgeopfert hat für seine Eltern, für seine Familie. Die Geschworenen entschieden nach 3,5 Stunden Beratung mit 7 Stimmen zu 1. Der Angeklagte nahm das Urteil an. Es ist nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwältin keine Erklärung abgab.